Am 24.12., also genau zu Weihnachten, starten die Kitzbüheler Bergbahnen nun ihren Betrieb. Voraussichtlich allerdings nur für Einheimische. Unter dem Motto vom Parkplatz bis zum Gipfelhaus und einem sehr umfangreichen Covid-19-Konzept soll sichergestellt werden, dass die Wintersportler stets geschützt sind, egal ob auf den Pisten, auf den Liften oder in der Gondel. Niemand weiß, was am nächsten Tag sein wird. Die Hülle an Bestimmungen, die laufende Änderung, die mangelnde Planbarkeit macht natürlich jeden zu schaffen. Aber eines wissen wir, jede Minute, die wir fahren dürfen, fahren wir. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bergbahn haben sich schon in den letzten Monaten intensiv auf den Winter vorbereitet, also alle Covid-Bestimmungen und noch mehr eingehalten, Vorbereitungen getroffen in vielfältiger Weise. Also von diesen 1000 Bestimmungen, die einzuhalten sind, sind sicher 3000 Bestimmungen eingehalten worden. Also wenn noch was kommt, die Bergbahn ist perfekt vorbereitet. Einem Skivergnügen steht an sich außer der Gesetzgeber niemand im Wege, ob es in den Gondeln ist, auf den Liften und natürlich auf den Pisten auch. Also perfektes Skifahren ist möglich in Kitzbühel. Haben die Kitzbüheler Bergbahnen auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, vielleicht etwas an die Bevölkerung zurückzugeben in dieser Zeit, in der Gäste nicht anreisen dürfen? Wir sehen diese Verantwortung sehr stark auch. Und das ist eine große Motivation, aber auch eine Freude. Wir können unserer einheimischen Bevölkerung hier etwas zeigen, was sie sonst in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Diese freien Pisten, diese wenigen Leute, das ganze Angebot. Wir machen keine Einschränkungen, was den Umfang angeht. Wir fahren mit über 40 Anlagen. Wir haben auch alle Zusatzangebote, die wir hier den Leuten anbieten werden. Von den Langlaufloipen, von Winterwanderwegen, die neu angelegt wurden, sind bis zur Rodelbahn, Funparks. Es wird alles geboten und wir möchten hier auch wirklich der einheimischen Bevölkerung etwas zurückgeben, vielleicht für Unbillen, die sie jetzt einmal in starken Saisonen auch in Kauf nehmen müssen. Ich habe gerade die ersten Schwünge im Schnee gezogen und die Bedingungen sind wirklich unglaublich. Die Pisten sind sehr gut präpariert und wir haben wirklich etwas, auf das wir uns diesen Winter freuen können. Wir treffen uns jetzt hier beim Gipfelhaus mit der Covid-Beauftragten und sprechen über die Maßnahmen und auf was wir diesen Winter besonders achten müssen. Steffi, du bist eine von 3 Covid-Beauftragten der Kitzbüheler Bergbahnen und man merkt, ihr nehmt die Sache diesen Winter sehr, sehr ernst. Ja, das stimmt absolut. Wir haben den ganzen Sommer schon am Konzept gearbeitet und wir schauen, dass wir für den Gast alles so einfach wie nur möglich gestalten. Es fängt ganz unten im Tal schon an, bei den Kassenbereichen, bei den Zutritten. Wir haben da Besucherstromlenkungen, wir haben Lautsprecherdurchsagen im ganzen Skigebiet. Unsere Gondeln werden kalt vernebelt. Wir haben überall Desinfektionsspender aufgestellt. Wir schauen, dass die Abstände eingehalten werden. Wir sind da wirklich vorbereitet und freuen uns auf eine gute Wintersaison. An was muss jetzt jeder Einzelne von uns, der zum Skifahren geht, denken, wenn er die Kitzbüheler Bergbahnen benutzt? Ja, eigentlich gibt es nur 3 ganz wichtige Sachen. Das ist zum einen die Maske, sollte man nicht vergessen. Im schlimmsten Fall gibt es die aber bei uns auch an der Kasse zu kaufen oder auch an Schlauchschal. Ein gültiges Ticket und Abstand halten. Den Rest, da kümmern wir uns drum. Ein wundervoller Skitag hier am Horn geht jetzt zu Ende und die letzten Schwünge waren genauso gut wie die ersten. Ich wünsche mir für uns alle, dass es bald losgehen kann, denn eins ist sicher, wir werden Skifahren.